Hallo und willkommen zu einer weiteren und letzten Episode von You Have to Win the Game. Wir haben 96% erreicht und im Grunde genommen ist es mir auch Würstchen, ob ich jetzt nun die restlichen Prozent erreiche oder nicht. Das Wort ist VXSHU. Das 3 bedeutet, was mich die ganze Zeit verwirrt hat, nicht, dass man irgendwas dreimal rotieren muss, sondern, dass man von jedem dieser Buchstaben 3 abziehen muss. V minus 3 ergibt S. X minus 3 ergibt U. S minus 3 ergibt P. H minus 3 ergibt E. Und U minus 3 ergibt R. Und das Wort ist super. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich wäre allein nie drauf gekommen. Nee, das Skelett auch nicht. Und der Sarg auch nicht. Und dann? Aha. Sesam, öffne dich. 97%. Und wie ich mich kenne, habe ich wieder irgendwo eine Kleinigkeit vergessen. Sollte mich irgendwann der Ehrgeiz packen, werde ich das offline erledigen. 97% immer noch. Gut, na dann, wollen wir doch nicht weiter sinnlos Zeit verlieren? Obwohl, sinnlos nicht. Sinn hat alles. Vielleicht mache ich jetzt Schluss. Glückwunsch, du hast das Spiel gewonnen. Spielzeit 2 Stunden 12 Minuten. Hürde 866. 97%. Es gibt immer noch mehr Schätze, um zu finden. Ja, mag sein, aber ich habe keinen Bock mehr. Ja, you have to start the game. Oh mein Gott. So fängt es wieder normal an. Und wisst ihr, ich habe keine Ahnung, wo ihr noch die letzten Prozente sein könnt. Wisst ihr? Ja. Was? 98%. Puh. Ja, solche Kleinigkeiten sind wahrscheinlich. Und ja, 98%, aber ich habe keine Lust mehr. Vielleicht, ja, das sind solche Kleinigkeiten, die ich meinte. Und ja, wir haben das geschafft. Der Sieg ist unser, beziehungsweise meiner, beziehungsweise euer, wenn ihr euch das Ganze bis jetzt angesehen habt. Ich persönlich habe keine Lust mehr, das noch großartig weiterzumachen. Und ja, nach 3 oder 4 Minuten ist diese Folge schon zu Ende. Und wie ich schon gesagt habe, sollte mich der Ehrgeiz packen, werde ich das offline erledigen. Und euch nebenbei sagen, dass ich es geschafft habe. Auf jeden Fall, es war ein schönes, aber auch teilweise frustrierendes Projekt. Man kann zwar... Ja, ich habe eine Schwäche für solche Spiele. Und ja, beenden wir denn mal kurz an dieser Stelle. Und da sind wir. Na dann, das soll es an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Hat dir das Video gefallen, würde ich mich über ein Like freuen. Bei Vorschlägen, Tipps, Ideen sowie konstruktiver Kritik steht dir die Kommentarsektion offen. Außerdem würde ich mich über ein Abo freuen. Bei aktivierter Glocke verpasst du keins meiner Videos. Und nun, bis dahin und auf Wiedersehen.